Hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich weiß, es waren lange Zeit Covers, also türkische Lieder, aber jetzt mache ich weiter mit deutschen Vlogs und zwar mit schulischem. Das habe ich gestern in meiner WhatsApp-Story angesprochen, aber ich werde es auch in meiner Instagram-Story posten. Und ja, also egal, also ich habe es mitgeteilt und jetzt werde ich es einmal durchziehen, einen Monat lang. Ihr fragt euch so, wie ich Zeit finde, dann, wenn ich keine Videos hochladen kann, wie meine Noten dann aussehen. Okay, ich habe es zwar komisch formuliert jetzt, aber ihr versteht mich sicher. Ich habe drei Fünfer und viele Vierer, aber die Vierer werden zu Zweiern hoffentlich. Ich werde das machen, weil ich es will und weil ich es kann. Dazu kommt auch ein Video, warum diese Fünfer jetzt auf einem Zeugnis sind. Drittes Video. Und ja. So Leute, also mit dem Lernen ist die Motivation wieder da nach der Operation. Ich muss meine Haare immer richten, weil die sehen immer ein bisschen immer verwuschelt aus. Oh, jetzt passt es perfekt. Perfekt. Really nice. Apropos, ja. Wie gesagt, also ich wurde operiert am Bein. Und weil es ja auch so sein musste, musste das auch abrasiert werden, das Haar, das männliche Haar. Aber wurscht. Man sieht es ja nicht, weil ich Jogginghosen anziehe. In der Schule. Ja, in einer BMS ziehe ich noch Jogginghosen an. Sehr vorbildlich. Je nachdem, dachte ich mir, ich drehe jetzt mal Videos. Also ja, Leute, also was ich sagen wollte, ist mit dem, also ich wurde operiert am Mittwoch letzter Woche. Es war zwar in den Ferien, aber wurscht, ich habe es jetzt hinter mir, jetzt habe ich gar nichts mehr. Keinen Fremdkörper, kein fremdes Material. Sorry, Leute, ich bin immer so hektisch, weil ich ja noch nicht schneiden kann, weil ich habe so viel Stress. Aber die nächsten Videos werde ich schneiden. Ab Sommer werde ich mit dem Schneiden anfangen, ab August. Und ich hoffe, es wird schön. Also ich habe eh schon einmal geschnitten, aber naja, die Übergänge waren nicht so toll. Und ja, also wie gesagt, ich wurde operiert. Also jetzt habe ich gar kein fremdes Material in meinem Bein, was mich irgendwie stören könnte. Sogar der Arzt hatte gesagt, dass er es rausoperieren würde, wenn er in meinem Alter sei. Sein würde, meine ich. Sehr, ja. Dann dachte ich mir so, ja, operierst es einmal im Her im, in den Ferien, in einer Woche, da kann man sich erholen. Und ja, das habe ich dann auch letztendlich gemacht. Am Mittwoch wurde ich operiert und am Donnerstag wurde ich dann entlassen, also mit Mobilität, also dass ich mich bewegen konnte, ohne Komplikationen ist die OP verlaufen. Ich hatte dann zwar eine Blutung dann am Fuß, was richtig stark war dann. Aber naja, das hat dann aufgehört, so in der Nacht. Die Schwestern kamen zu mir so, ich hob mein Bein an und da sagten die so, du hast keine Blutung und so, es ist alles gut. Und ich dachte mir so, yeah, nice. Ich habe mich einfach gefühlt dann, mitten in der Früh, so um 5 Uhr. Ja, ich war um 5 Uhr war noch wach, Leute. Um 5 Uhr im Krankenhaus. 21 Uhr bin ich eingeschlafen und um 5 Uhr wache ich plötzlich auf. Naja, Krankenhausstimmung, ne? Und ja, also jetzt heute war ich wieder in der Schule. Nur das mit dem Treppensteigen hat ein bisschen weh getan, aber ich hab's dann mit Habgier, mit Toleranz geschafft. Okay, manche denken sich jetzt, was tut der? Da hat er das Studium abgeschlossen oder so. Hoffentlich wird das auch mal passieren. Ich hab's gerade übertrieben. Also, ich meinte, ich habe es geschafft. Ich habe gedacht, keine Angst, die Krücken brauchst du nicht. Krücken sind nur so ein Haken im Leben, die braucht man nicht, man muss es selber mal schaffen, die Angst wegdrücken, genau. Und dann habe ich das einfach geschafft. Die Treppen bin ich die ganze Zeit gestiegen ohne Aufzug, fast gar keinen Aufzug benutzt. Weil es mir eigentlich gut geht, nur die Nähte tun ein bisschen weh und das wird am Montag dann rausoperiert. Dazu werde ich euch in der Früh dann am Montag noch etwas erklären, noch etwas mitteilen. Und ja. Außerdem, Freunde, ich habe gesehen, dass viele Österreicher meine Videos anschauen, was gut ist. Ich freue mich darüber. Österreich, also 81% der YouTube-Nutzer schauen sich meine Videos an, was mich wirklich sehr freut. Also bleibt weiterhin dran und abonniert nicht vergessen, ne? Und ich wollte nochmal sagen, dass ich mit Schultipps meine, also wie organisierst du dich für die Schule, wie organisierst du dich vor Prüfung, Eintag vor Prüfung. Das wird alles noch kommen dieses Jahr. Ich habe urviel vor, Schulisches zu reden und dann kommen meine Ferienvlogs, meine Challenges und ja. Ich habe beschlossen, für jedes Thema einen eigenen Kanal zu öffnen, aber dann dachte ich so,
nicht für jedes Thema einen eigenen Kanal, sondern einmal für Türkisch, einmal für Deutsch, damit sich das so gut unterscheiden lässt. Und ja, also da dachte ich mal, öffne ich mal einen Kanal. Ach ja, apropos Kanal, ich habe doch einen Kochkanal eröffnet, also schaut ihn euch auch noch an. Ich werde den dann in einem nächsten Video zeigen, wie ich das gestalten will und so weiter, was meine Ziele sind. Und ja. Also, wie gesagt, es ist schon sehr spät und also mein Fuß tut auch schon ein bisschen weh. Ich lege mich mal schlafen und wir sehen uns morgen früh wieder, weil morgen in der Früh gehe ich nicht sofort zur Schule. Ich gehe immer um 9 Uhr in der Schule, 3 Tage lang. Und das ist auch eine gute Alternative für mich, weshalb ich vloggen kann. Jeden Tag in der Früh. Und sogar in den Freistunden werde ich auch noch vloggen. Ist mir gerade irgendwie eingefallen. Spontan eingefallen, ich kann auch in den Freistunden vloggen. Das wird auch super sein. Dann könnte ich fast jeden Tag, jede Woche 3 Videos vielleicht rausbringen. Das wird auch super. Also bleibt dran. Und ich weiß leider wirklich nicht, wieso die Kamera jetzt so blass ist. Ich werde die Kameralinse dann säubern. Keine Ahnung wieso. Aber egal. Naja. Das war's also von mir jetzt. Also ja, wie gesagt, das mit dem Krankenhausvideo, das kommt diese Woche. Wie man sich nach einer Operation erholt, das kommt auch noch diese Woche. Also in der Schule, wie man sich wieder einlebt, was schwer ist. Und so, das wird auch kommen. Also bleibt weiter auf dem Laufenden und schreibt mir bitte in den Kommentaren, was besser ist. Ob ich besser am besten Türkisch vloggen sollte oder Deutsch vloggen sollte. Schreibt es mir in die Kommentare und schreibt noch weitere Empfehlungen. Und also ja, und abonniert mich, liked und teilt das Video mit allen Freunden, die es nicht sehen wollen und die es auch sehen wollen und ja. Apropos, Moment, bevor ich abschalte, habe ich noch eine gute Nachricht. Also, ich werde mich duplizieren in meinen Videos, damit ich die Videos so gut bringen kann. Ich werde lustige Sketches machen. Ich habe ur viele Ideen auf Türkisch. Ich werde dann Skripte schreiben an Wochenenden, nur an Wochenenden und dann am Sonntag die Videos rausbringen. Also die Sketches werden am Sonntag kommen und Vlogs kommen innerhalb der Woche bis Mai und so weiter, weil die Schularbeiten beginnen ab Mai und ja, da habe ich einfach keine Lust, Videos zu drehen, während ich meine Noten retten muss. Also Mai ist wichtig für mich. Bis Mai bin ich bisschen frei. Das hat sich sogar gereimt, Leute. Lasst einen Daumen nach oben, wenn ihr den Spruch gemacht habt. Also ja, genau wie schon gesagt, ich habe jetzt ur viele Videoideen, was vielleicht manche nicht interessieren könnte, aber egal. Was ich über Schulbücher und so denke, habe ich es mir gerade irgendwie spontan eingefallen. Was für Schwierigkeiten manche Menschen haben, zum Beispiel Kleinwüchsige, Gleichgesinnte, Gleichgeschlechtliche oder so, keine Ahnung. Ich weiß die Probleme nicht, ich werde alles vom Internet anschauen, also ehrlich gesagt. Also ich kann in Leute reinfühlen. Wenn ich zum Beispiel jemand anderen sehe, dann könnte ich ihm helfen. Nicht, dass es nicht automatisch, dass ich so einer bin. Naja. Genau. Ja. Also ich mag es zu helfen. Ich bin ein Humanist. Das wollte ich euch auch noch sagen. Das Faktenvideo kommt auch nächsten Monat. Habe ich vor. Ich muss mir zuerst mal die Fakten überlegen, weil ich muss zuerst mal überlegen, was für spannende Sachen ich euch erzählen kann. Ich habe schon ein paar, aber dicht bis 50. Das heißt ja 40 Fakten über mich, nicht 14 oder so. Ich habe alles nachgedacht, es kommen 14 raus, aber es sind nicht 14. Naja. So Leute, also ich habe genug gelabert für heute. Das Video würde ich hiermit beenden. Also wie gesagt schon vorhin, abonnieren, die Glocke aktivieren, die Glocke bitte unbedingt aktivieren. Teilt es mit euren Freunden, teilt es mit denen, die genauso etwas trauen zu machen, also ich zum Beispiel vor der Kamera zu sprechen. Und ja, also wie gesagt, Probleme von der Schule, was für Probleme man hat. Schreibt in die Kommentare, was für Probleme ihr während der Testphase habt. Dazu kann ich auch Videos machen und Lernzettel erstellen. Ich mache einen Blog und da werde da erst Lernzettel erstellen, eine Seite machen und Lernzettel hochladen per PDF, da könnt ihr sie euch runterladen. Supportet mich bitte. Also. Bis später, bis morgen beim nächsten Video.